Vor fast 50 Jahren wurde der Grundstein für das Toro Babies Home gelegt. Damals im Jahre 1970 war die Not noch vielfach größer als heutzutage. Es gab viele Babys und Kleinkinder, die keine Eltern hatten, deren Mutter bei der Geburt gestorben war, die keine finanziellen Mittel hatten, ein Baby zu ernähren. In den reichen Industrieländern wie Deutschland stirbt eine von 4.085 Frauen durch Schwangerschaft und Geburt. In Zentralafrika sind es eine von 13 Frauen. So schreibt Margot Käßmann in Mütter der Bibel 20 Porträts für unsere Zeit. 3, 4 oder 5 kleine Kinder erwarten meist kurz aufeinander wieder ein Geschwisterchen und werden zu Waisen, weil die Mutter die Geburt nicht überlebt. Die Not in Uganda ist auch heute noch sehr groß. In Deutschland ist der Tod von Mutter oder Kind um den Geburtszeitpunkt ein dramatisch seltenes Ereignis. In Uganda kommt man oft damit in Berührung. Ein Neugeborenes wird im Busch einfach ausgesetzt, irgendwo liegen gelassen. Angehörige haben keine finanziellen Mittel, das Baby zu ernähren. Häufige psychische Erkrankungen lassen jede Verantwortung gegenüber dem wehrlosen jungen Leben verloren gehen. Das ist Paul. Paul ist das Baby von einer Studentin der Universität in Kampala. Das Baby wurde von seiner jungen Mutter in die Latrine geworfen. Sie wollte es nicht haben. Dann kam Paul ins Krankenhaus und war dort 11 Tage, bis er hier ins Toro Babies Home kam. Die Mutter ist jetzt im Gefängnis und Paul entwickelt sich sehr gut. Hallo Paul. It's beautiful. Victor ist 2 Monate alt. Er kam mit 11 Tagen hierher, weil seine Mutter psychisch krank ist. Es kann sich niemand aus der Familie um Victor kümmern. Und so kam er eben ins Toro Babies Home. Er trinkt gut, entwickelt sich gut. Und Victor ist ein ganz liebes Baby. Samuel ist 2 Monate alt. Seine Mutter ist gleich nach der Geburt gestorben. Und dann kam er hierher ins Toro Babies Home. Er trinkt sehr gut, er entwickelt sich sehr gut. Und ich glaube, er ist hier sehr zufrieden, obwohl es mit seiner Mutter sehr traurig ist, dass sie durch die Geburt gestorben ist. Das ist Trina. Sie ist 4 Monate alt und kam mit wenigen Tagen hier ins Toro Babies Home. Die Mutter war psychisch krank und ist ein wenig später gestorben. Aber Trina entwickelt sich hier gut, hat leider keine Verwandten, die sich um sie kümmern können. Deshalb ist sie, glaube ich, hier im Toro Babies Home gut aufgehoben. Trina? Das Toro Babies Home ist seit fast 50 Jahren ein Ort, an dem neues Leben eine kleine Chance bekommt, vielleicht zu überleben. Die öffentlichen Mittel sind extrem bescheiden und reichen bei weitem nicht. Nur durch viele großzügige Spenden kann hier geholfen werden. Oder durch einen freiwilligen Einsatz junger Menschen direkt vor Ort. Kannst du helfen? Wo hilfst du? Möchtest du helfen? Es ist möglich, den Hunger eines solchen hilflosen Babys etwas zu stillen, in die traurigen Augen ein Lächeln zu bringen, dem noch so zarten Leben eine kleine Chance zu geben. Auch du kannst das.
Ein Hallo nach Deutschland. Wir sind so dankbar über eure Unterstützung für die Kinder. Wir beten für euch und beten, dass Gott euch beschützt und segnet. Eure Hilfe ist groß. Vielen Dank für eure Spenden.